Machen wir Team Bisu gegen Team Zocking Station. Oh Gott, 4 gegen 4. Alle Mann in einen Channel. Das wird krank. Ach Mist, ich wollte über ihn rüberlupfen. Jo. Er kommt. Er geht. Ja, hat er gehabt, der Remord. Wenn da nix. Wir müssen auch nochmal ein Spiel gewinnen hier in der Aufnahme, ne? Das, also, es geht so nicht. Nee, das finde ich auch. Nein! Knapp daneben ist auch vorbei. Und da bleibt nicht viel von mir übrig. Und er geht raus. Boah, irgendwas hat mich getroffen. Es war Nameless. Unser Last of Us. Der letzte von uns. Wieso bekämpft sie und Mr. Fox donnert ihn rein. Sehr schön. Ich kann es nur immer wieder sagen, ne? Ich habe meine Chance gesehen und sie genutzt. Das machen Helden so. Ja. Sag mal, wie weit bist du jetzt eigentlich bei Annas Quest? Ich bin durch. Du bist durch? Wie viele Folgen sind es geworden? Ach, ich weiß gar nicht. 34? Ach. Nur? Ja, sind kein. Also ich glaube nicht, dass ich bei 40 gelandet bin. Ich weiß es nicht mehr genau. Wo ist es denn am Ende? Da in der Burg noch, mit den Gnollen und beim Teufel oder wo? Nein, ach, da geht's noch eine ganze Ecke weiter. Also die Burg ist erst das vorletzte Kapitel. Ach so. Rein damit! Oh. Da habe ich sogar noch Anlauf genommen. So, jetzt ab nach hinten. Ich stehe schon im Tor. Sehr gut. Der Remy war da. Ich Remy die alle schön. Weg. Der war toll. Ja, ich glaub, Nameless hat auch heimlich geübt. Der kann eigentlich ganz gut über die Bande spielen. Na. Eigentlich habe ich ewig nicht mehr gespielt. sagt er jetzt. Gestern hatte, nachdem ich ihm erzählt habe, wir wollen mit ihm in den Livestream und in die Aufnahme, hat er noch heimlich geübt die ganze Nacht. Wetten, er ist Veteran? Auf jeden Fall. Die ganze Nacht bin ich weinerlich arbeiten. Gesuchtet. Ja, so ist er. Boah, wir gewinnen endlich mal. Guck mal, wie sie laufen. Ja. Und wir gewinnen haushoch. 2-0. Hauchhos. Ja. Hauchhos. Hochhaus. Genau. Hochhaus. Oh, aber ich fand Hauchhos auch nicht schlecht. Nee, ich auch nicht. Ich mache sehr viele Fallrückzieher. Oh, da kommt was. Ein Ding. Oh, oh. Der war aber auf einem schönen Weg. Der geht Mitte. Und... Nein! Auch nicht. Gefangen. Ja, dass der jetzt ausgerechnet kommt, konnte ja keiner ahnen, oder? Nee, absolut nicht. Aber ich finde, ich stelle mich gar nicht so doof an. Heute nicht. Was soll das denn heißen? Oh, wenn ich mich an unsere letzte Session erinnere mit Tour und Two, ey. Oh mein Gott. Wir waren so schlecht. Das waren wir. Am Ende nur noch verloren. Gott, war das peinlich. Oh, oh! Remrod! Nice! Boah! Das muss ich mir angucken jetzt hier. Guck mal, da kommt er und wieso. Oh! Alle vier auf einmal darauf. Ja, der Remrod wie so eine Gazelle von unten angehoppelt. Von der Wand. Selbst wenn sie jetzt noch ein Tor schießen, wir sind einfach nur hammergeil. Ey, ich schubse. Muss gleich Feuer noch. Wer hat Feuer unter den Achseln? Vor allem, ich frage mich gerade, wie das gelegt worden sein soll. Da wollte jemand wohl Heißwachsstreifen verwenden. Oh mein Gott.
und hat eine heiße Kerze genommen. Habt ihr das schon mal gemacht? Heißwachs? Heißwachs? Ja. Alter, ich will gar nicht wissen, wie du darauf kommst, Heißwachs benutzen zu wollen. Naja, ein Mann hat ja nun mal Haare. Naja, ein Mann hat Bedürfnisse. Also du hast es schon richtig dran. Also ich hab schon mal mit Kaltwachsstreifen, muss ich zugeben. Oben an der Brust, ich mach's nie wieder. Es war tödlich. Oh! Genauso wie dieser Schuss. Wir waren alle so abgelenkt, wir haben uns das bildlich vorgestellt, wie du deine Kaltwachsstreifen benutzt. Ey, ich hab geblutet wie ein Schwein. Ich sah aus wie ein abgestochenes Schwein. Was hast denn du da gemacht? Ich denke, das waren Kaltwachsstreifen und keine, weiß ich nicht, Nagelbretter. Ja, aber wenn die Haare rausziehen, weißt du, was da noch für ein Blut hinterherkommt? Das war, als wenn du die ganze Haut abgezogen hast. Ach. Das war wahrscheinlich gar kein Kaltwachs, sondern Panzertape aus dem Baumarkt. Ich glaube, das wäre weitaus weniger schmerzhaft gewesen. Oh Gott. Entschuldigung. Ach, geil. Oh Gott, ey. Der Bisu, ey. Ja, meine Kaltwachsperiode ist jetzt vorbei. Mitte nächster Woche weiß es die ganze Welt. Ja. Das kann passieren, unter Umständen. Oh nee, peinliche Dinge. Ist euch auch schon mal sowas passiert? Nein. Nicht? Nee. Aber den Abonnenten nee. Bestimmt. Schreibt es in die Kommentare. Okay. Der Armstrong. Vorsicht, ist der härteste. Der Neil. Der Neil? Ja. Der Neil Armstrong. Nils Holgersohn. Fliegt mit dem Armstrong davon. Alter, so viele Leute. Ups. Wer hat mich denn da gebumst? Ich war's nicht. Das glaube ich. Das ist nett, dass du das glaubst. Das war der Armstrong. Oh, jetzt! Oh! Na. Da habe ich ihn noch berührt? Ja, du hast ihn leider noch berührt, sonst hätte ich ihn gehabt, denke ich mal. Gar nicht. Entschuldigung. Ja, passiert halt mal, ne? Ich muss mich allen in den Weg stellen. Ich muss alle rammen. Komm, Remy. Oh Und Gott. Er ist drin. Ah. Samantha Griffin hat's geschafft. Aber das ging alles so schnell. Da. Ja. Da musste früher raus, wie Manuel Neuer, an die Mittellinie und gleich abfangen. An die Mittellinie, okay. Merke ich mir fürs Gewissen. So, aber jetzt habe ich noch eine haarige Geschichte für euch. Oh nein. Doch. Ich hatte meine erste Freundin. Das waren noch Zeiten. Das waren noch richtig komische Zeiten. Jedenfalls wollte man ihr ja gefallen. Also hat man sich ja überall so ein bisschen hübsch gemacht, nicht? Oh, jetzt kommt's. Und auch den Rasierer gezückt. Hm. Wenigstens kein Kaltwachs. Kein Kaltwachs, nein. Damals noch mit Rasierer. Und inzwischen gar nicht mehr. Ja, ja, ach doch, klar. Aber das war echt, ich weiß nicht, man möchte ja dann auch überall gut riechen. Und verwendet dann auch Deo-Spray an Stellen, an denen man es nicht sollte. Oh Gott. Ich kann euch sagen, macht das niemals. Hast du gefragt, ob es lecker geschmeckt hat? Oder was? Nee, es hat so gebrannt. Oh ja. Ach so? Ich konnte circa 2 Wochen nicht einfach so mehr sitzen. Wie hast du denn genommen, Alter? Er hat halt die Dose gewaltsam geöffnet und ist ausgekippt. So ungefähr. Ich stelle mir das dann richtig gut vor. Ja, naja, man kommt schon auf Ideen manchmal, ne? Ja, das natürlich. Automatisch. Oh, fliegt der? Ich hab nochmal einen. GZ, der Remort. Ich glaube, die Geschichten tun euch gut. Haben wir noch eine?
Weiß nicht, wenn dir noch welche einfallen? Läuft ja eigentlich ganz gut. Jo. Last Nameless, wie war's mit deiner ersten Freundin? auf jeden Fall. Ja. Ende der Geschichte. Genau, auf die wartet er heute noch. Nein, das ist natürlich Quatsch. Hätte aber ganz gut gepasst jetzt. Oh. Tor! Und der Remrod. Wir müssen dem Remrod tolle Geschichten erzählen und dann schießt der Tor ohne Ende. Ja! Aber guck mal, erst hat er ihn sich selber zugespielt und dann rein. Der ist spannend. Gut. Der ist kann ja auch durch Ja, ich weiß, was kommt. Unser Benny ist ja jetzt verheiratet. Ja, allerdings. Das bin ich ja schon ein paar Wöchelchen. Ja. Solltest du auch unbedingt mal ausprobieren? Ich überlege. Es tut mir an der Stelle auch wirklich leid, dass ich schon vergeben bin. An jeden weiblichen Abonnenten. Naja, weiß ich nicht. Nicht deine Frau hören? Ach, sie weiß ja, dass das nur Groupies sind. Alles Groupies. Entschuldigung. Nein, die ist ja ab und zu auch bei mir auf dem Kanal unterwegs. Also wir machen ja auch doch das ein oder andere Mal gemeinsam. Ne? Man möchte ja auch Teil von allem sein irgendwie. Man muss ja auch, wenn man verheiratet ist, macht man ja vieles gemeinsam, was früher undenkbar war. Ja. Inzwischen besuchen wir auch hin und wieder einen Tanzkurs. Nein. Was Doch. Lernt ihr für Tänze? Ach, da haben wir den Cha-Cha-Cha, den Disco-Fox, Walzer, Wiener Walzer. Wollt ihr mich nicht mal mitnehmen? Bisu-Zimp wollte schon immer mal tanzen lernen. Ist gar nicht so teuer, also. Du bist nur leider so weit weg. Das haben wir schon öfter mal festgestellt. Ja, das stimmt. Aber deine Frau fährt ja gelegentlich an mir vorbei. Ich glaube demnächst nicht mehr. Also es wird jetzt nicht mehr so schnell passieren, dass ihr in deine Nähe kommt. Es tut mir leid, ich hätte sie gern mal vorbeigeschickt, aber sie ist dann auch immer so, Kinder im Auto, ach Mensch, was mache ich nur? Schnell zu McDonald's ran. Schnell zu McDonald's ran, der Bisu wird schon einsteigen. Der sitzt da noch mit seiner Happy Meal Haube. Ach. Nein, ihr schafft kein Tor mehr, Freundchen. Das halten wir jetzt echt noch durch bis auf den letzten Drücker. Oh weia. So, der geht jetzt gut. Mal hier. Der könnte noch was werden, wenn ihr euch Mühe gebt. Nee, hat sich gerade erledigt. Ich merke schon. Jetzt müssen wir zugucken, dass er für die nichts mehr wird. Und... Ende! Oh, endlich gewonnen. Puh. Sehr gut. Ah. Ich hab eine Portalkartoffel bekommen. Das ist, glaube ich, so ein Teil aus Portal 2 irgendwie. Letzte Runde. Kommt doch an, wie schnell wir sind. Ja. Wir machen zur letzten Runde, dann haben wir wirklich auch entweder 3 Matches verloren oder 3 Matches gewonnen. Mhm. Haben wir jetzt 4 Matches schon gespielt? Ja. Ja. Ach, das ging aber flott. 2-mal gewonnen, 2-mal verloren. Jetzt ist das Entscheidungsmatch. Okay. Das ist dann kassiert oder kastriert, ne? Genau. Hübsch oder hässlich? Hallo? Wir sind ausnahmslos alle Schönlinge. Natürlich. Ja, ja. Also bei mir weiß ich's.